Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Da sind wir wieder bei Pokémon. Let's go, Pikachu. Ja, im letzten Part haben wir gegen den Trainercoach hier gekämpft und den hatten wir auch besiegt, ja. Und natürlich haben wir da ein, zwei Items verschwindet, sage ich mal so, weil wir halt zuerst probiert haben, mit Pikachu zu gewinnen. Das hat sich dann aber doch herausgestellt, ne, dass wir den kleinen Mirapla auch benutzen können. So, wir haben drei Pokébälle bekommen. So, ich war übrigens noch beim Pokémon Center offscreen und jetzt sind wir wieder hier, haben uns voll geheilt. Und jetzt geht's weiter. Mit der Göre. Ich bin gespannt, was die Olle so drauf hat. Ja, zeig mal her, hier Lena. Ein Vieh hat sie auf jeden Fall nur. Mirapla, na toll. Oder Mirapla, wie sagt man? Mirapla, Mirapla, ich sag mal Mirapla. Wahrscheinlich sagt man Mirapla. So. Ja, selbes Spiel, ne? Ich gebe mir auch einen Ruckzuck hier. Das sieht sogar gar nicht so schlecht aus. Wachstum. Julius kann eh nur Absorber kann es eigentlich nur. Bei dem Level. Eine andere, dieser Samen war auf Level 11, ja? Und hier ist wieder, das Vieh ist auf Level 6, das verstehe ich schon wieder nicht. Warum halten sie denn das Level dann nicht so? Ist wohl irgendwie zu schwer, ne? Wo mir reicht Level 7 und entwickelt sich jetzt endlich, oder was? Wie sieht's aus? Ja, Mann. Jetzt sehen wir mal den Entwicklungsbildschirm. Wird immer creepiger, ne? Aber sieht irgendwie nice aus. Kannte ich so auch noch nicht den Bildschirm. Ist okay, ist okay. Hat mich jetzt nicht umgehauen, aber es ist okay. So, Womi erlernt Herd, ne? Jetzt ist es ja eigentlich kein Womi mehr. Aber jetzt nochmal umnennen ist doof. Ich nenne ihn nochmal um, wenn es ein Smetbo ist. Hallo, dreh ich mal nicht weg. Ist da Angst oder was? Knirps Tim fordert dich heraus. Knirpsi. Das Hubby ein. Ein Hubby. Judas, leichtes Spiel. Das ist kein Problem. Level 6. Gucken, ab wann wirklich die Levelkurve steigt. Ich bin so gespannt auf den Mondberg. Der muss bestimmt voll cool aussehen. So wie alles andere hier in dem Spiel. Ich spiele eigentlich das Spiel nur, weil ich wissen will, was sie daraus gemacht haben. Ich kenne es ja eigentlich in- und auswendig, wie oft ich schon dieses Spiel durchgezockt hatte. Wahnsinn. Aber es ist trotzdem ein cooles Gefühl, es macht auf jeden Fall wieder Spaß. Der Hype ist auf jeden Fall wieder ein bisschen da. So, wer bist du denn? Camper oder was? Ne, wie sind die Pfadfinder? Camper oder so? Ein Camper. Camper Marvin. Warum eigentlich Camper? Du siehst aus wie ein Pfadfinder, ey. So, selbes Spiel. Wir machen einen Fernkampf, weil er hat wieder einen Dornen. Den will ich nicht berühren. Ah, sogar paralysiert. Nice. Siehst du, unser Pikachu müsste ja auch bald Donnerwelle lernen. Ich muss gerade echt überlegen, wie das heißt, ne? Alter. Oh, ist ja schon fast heilig, ey. Ich muss schon überlegen, wie Donnerwelle heißt. Krass. Oh Mann. Ja, echt lange her. Echt lange her. Irgendwie habe ich gerade. Dann habe ich das letzte Mal Pokémon gespielt, ey. Wir haben zwei Superbälle bekommen. Voll abgezogen. Ja, die letzte Edition, die ich gespielt habe, war Mond. Ich habe nicht mal Mond 2 gespielt. Und die hatten Pummeluff, das weiß ich. Ich habe das Vieh gehasst. Ich hab's echt gehasst, es hat immer alle meine Viecher eingeschläfert. Aber ich hatte keine Aufwecker gehabt. Cornelia. Jetzt hat die Nidoran Weibchen, ist denn ernst? Es wäre lustig gewesen, wenn das Pummeluff immer noch da bestehen würde. Na ja, gut, komm. Dann. Selbes Spiel, ne? Wie schon vorhin erwähnt. Rutenschlag. Also Herausforderung ist es jetzt noch nicht, ne? Also ich habe wirklich, ich
kam so ein bisschen ins Schwitzen bei dem Trainer-Coach, ja, muss ich schon sagen. Hat aber auch Spaß gemacht, ja, so ein Kampf, und ich will mehr davon. Ich will wirklich mehr davon. Ja, und zwei Superbälle haben wir auch bekommen. Schenken uns die Camper immer ihre Superbälle. Man kommt hier eigentlich. Ey, guck mal, da liegt doch ein Pokéball. Lockparfüm. Ich weiß, hier gab es auf jeden Fall auch Vulpix. Oh, Sander. Eins nehme ich mir. Eins nehme ich mir. Na, ein Weibchen, wa? Wildes Sander. Natürlich weiblich. Geil. Ja. Es ist klar, dass ich mittig treffen muss. Das ist klar. Aber für was ist dieser goldene Kringel? Ich verstehe es nicht. Der wird ja von groß zu klein. Ich glaube, wenn er ganz klein ist oder je kleiner er ist, desto besser ist es. Die Wertung. So, ich weiß auch nicht, ob ich den Pokédex... Oh, das ist ein Linky. Ob ich den Pokédex voll mache. Zu 100%. Ich strebe es an, sagen wir mal so. In der Luft noch gefangen. Aber ja, ich kann nichts versprechen. Aber ich strebe es auf jeden Fall an. Es macht ja irgendwie auch Spaß. Alter, du hast dich befreit. Ist denn ernst? Na, kommt was? Das war doch perfekt, ey. Das war der kleinste Kreis überhaupt, ey. Alles war mittig getroffen. Und es will nicht. Ja gut, dann müssen wir mal zu anderen Mitteln greifen. Da sehen wir, da ändert sich auch schon der Ball. Also nicht der Ball, der Kreis. Von gelb auf grün. Heißt dann natürlich, dass der Ball halt besser ist und dass er halt mit schwierigeren Situationen besser greift als der Pokéball, ne? Genau dasselbe dann später irgendwann mit dem Hyperball. Na, cool, Level 12. Ein Doppelteam. Wollen wir das machen? Wollen wir Doppelteam machen? Nee, wollen wir nicht. Ich bin kein Freund von Doppelteam. Oh, jetzt habe ich wieder auf Ja gedrückt. Nein. Hat nicht erlernt. Unkraut erreicht Level 11. Doch, ich glaube, Unkraut wird ein Teammitglied. Menki will ich nicht dabei haben. Nein, nein, Alter, wie es viel angerannt kam, ey. Richtig aggressiv, ey. Aber ich will eigentlich mal gucken. Naja, ich kann nicht gucken. Welches Level jetzt unser hat, ne? Weil vielleicht ist es ja besser. Aber wir wollen ja eh nicht damit kämpfen. Von daher können wir eigentlich auch abhauen. Oder gibt es hier sonst noch irgendwas? Habitag, Sandern und... Menki. Ja gut, komm, wir laufen mal weiter. Hier gibt es übrigens an der Stelle, glaube ich, in der Evoli-Edition Vulpix, ne? Kann das sein? Ich glaube schon. Überall sind Brennnesseln, Mann, und ich trage Shorts, Mann. So ein Mist. Tja, eigentlich müsstest du das wissen, oder? Du bist ja wahrscheinlich nicht das erste Mal. Wahrscheinlich wohnst du in Marmoria City. Kleiner Knups, du. Also Doppelkick müsste ja sehr effektiv sein, ne? Gegen Radfratz. Jawohl. Wusste ich es. Und gibt's denn auch wieder Superbälle? Drei Pokébälle, ey. Man kriegt echt von jedem Trainer Pokébälle. Muss ich mir echt drauf achten, ne? Oh, ein Käfersammler. Bist du es denn wert, dass ich meine Zeit mit dir verschwende? Ja, wo eher andersrum. Kokuna. Willst du mit dem Kokuna anrichten? Kann doch nichts. Hoch, das ging schnell. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass es noch einmal Härtner einsetzen kann. Der Leon wurde besiegt. Ach Mensch. Na, das war doch klar.
Nanap-Beere. Okay. Was kann die denn? Was kann denn die Nanap-Beere? Wo haben wir sie denn? Fangtasche Nanap-Beere. Das während des Fangversuchs etwas ruhiger. Achso, wenn die sich ja bewegen und voll rumstressen und so. Hau ab, hau ab, hau ab. Oh. Hier könnte ich zum Beispiel auch mein Ding entzünden, ne? Mein Lockduft, aber das will ich eigentlich nicht machen. Auch cool, ne? Dass die nicht immer stehen, sondern die sitzen jetzt auch mal. Puh, ich muss hier erstmal kurze Pause einlegen, weil ich bin von Azuria City durch den Tunnel gekommen. Jetzt bin ich völlig alle Mann. Ja Mann, aber da hinten ist doch ein Poké-Center. Geh doch dahin. Oh, er schon wieder. Okay, was könnte er haben? Ich werde auf jeden Fall wechseln zu einem Mirapla. Weil ich habe jetzt Angst, dass er ein Gesteinsvieh hat. Das kann er meinen Sand haben. Nichts wahrscheinlich, das ist voll schlecht. Ja komm, gehen wir hier in erster Position. Hallöchen, Mann, ich bin Trainer-Coach. Möchtest du mit mir trainieren, bevor du zum Mondberg gehst? Ja, Mann, will ich. Mal, bist du bereit, Mann? Los geht's. Jo. Ja, wir werden wahrscheinlich den ganzen Mondberg nicht in dem Part schaffen. Aber es ist egal. Nemo. Nemo setzt Mauzi ein. Mauzi kann schon echt eklig, glaube ich, sein. Aber erst später, jetzt noch nicht. Was soll jetzt denn jetzt können? Schon wieder ein Level über uns, ne? Jo, direkt einen Doppelkick raushauen. Weil ist ein Normal-Pokémon. Hä, ich hatte doch aber Mirapla gewechselt, oder? Mirapla ist doch an erster Stelle. Warum kämpft jetzt Pikachu? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht. Da muss ich nochmal gucken, was da jetzt los ist. Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Es ist ja doof, wenn ich jetzt wirklich sage, in der Arena, das und das soll jetzt kämpfen. Warum kämpft der jetzt Pikachu? Das ist ja doof. Vielleicht kann... Nee, ich habe ja trotzdem mehr. Hm. Really, really merkwürdig. Oh Mann, das war ein toller Kampf, Mann. Hier, Dankeschön. Zahltag. Auch nicht schlecht. Das ist eine nützliche Attacke, bei der mit Geld geworfen wird, das du später aufheben kannst. Oh, also so kann man sich reich machen. Brauchen wir erstmal einen Münzkorb für. Aua, ich bin über einen kleinen Stein gestolpert, Mann. Ein Gesteins-Pokémon. Achso, einen kleinen Stein. Ich habe einen kleinen Stein gelesen. Ja, auch nicht schlecht. Nice. Manche Pokémon lassen ihre Trainer auf sich reiten, wenn man mit ihnen spazieren geht. Ich habe den langen Fußmarsch zum Mondberg in Kauf genommen, um hier einen Onix zu fangen, das mich auf seinen Rücken reiten lässt. Nie wieder Blase in den Füßen. Faulpelz, du. Und ein Fluchtseil gefunden, das ist nice. Damit können wir uns aus den Dungeons, sag ich mal, raus teleportieren oder aus den Höhlen. Wie man es halt nennen will. Ja, heil mich. Eine Frage hätte ich trotzdem noch. Und zwar, wie verhält denn das sich? Ich habe ja jetzt so eine Pokémon-Box, sage ich mal. Und wenn ich jetzt meine Viecher aus dem Team nehme, habe ich die irgendwie immer noch bei. Die Box kann ich aber nur lernen, wenn ich die zum Professor schicke. Was bedeutet, dass ich sie, glaube ich, freilasse. Ich kann dann nicht mehr auf sie zugreifen. Ist das so? Weil das will ich ja nicht, dass das so ist. Guck mal, die haben markieren. Nee. Wie kann ich denn die Ziffern wechseln? Richtig, Namen ändern, bewegen. Bewegen an sich bringt nichts. Wie ich hier gerade sehe. Wie kann ich die Nummern ändern? Bewegen. Nee, entspann dich mal. Den Team hinzufügen. Was mache ich hier gerade?
Irgendwas ist hier gerade merkwürdig. So, Safran soll aber drinnen bleiben. Ja. Für Erfahrung. Wie gesagt, das Metro will ich noch haben. Wenn du ein Pokémon fängst, aber keinen Platz mehr in deinem Team hast, wandert es automatisch in die Pokémon-Box in deinem Beutel. Aber keine Panik. Egal wie viele Pokémon auch in deiner Pokémon-Box sind, mit Hilfe der Suchfunktion findest du... Ah, also haben wir doch unendlich und ich brauche keinen Schiss haben. Ich verkaufe dir das super geheime Pokémon Karpe. Oh, geil, komm, das will ich haben. Ich will es auf jeden Fall haben, weil ich will einen Gyarados haben. Nice, Alter. Oh, da freue ich mich. Da freue ich mich. Wir haben Karpador. 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 Ist halt ein mega Trottelwasser-Pokémon. S. Was bedeutet S? Small oder S für gut oder so? Kann ich mir eigentlich eins kaufen oder war es das? Pokémon sind selbstverständlich beim Umtausch ausgeschlossen. Okay. Ja, cool, ey. Jetzt haben wir einen Karpador und ab Level 25, glaube ich, wird es zum Gyarados oder Level 20, 21, irgendwie so. Das dauert mega lange, bis es ein Karpador, bis es ein Gyarados ist. Aber wenn es dann Gyarados ist, Leute, dann könnt ihr mir echt sicher, dann könnt ihr wirklich sicher sein, dass das ein krasses Vieh wird, ey. Aber das kennt ihr ja selber, das ist ja kein Geheimnis. Der King, oh, guck mal, da oben war ein Mauzi. Da oben ist ein Mauzi. Das ist eine Anspielung auf Team Rocket. Da schläft ein Pokémon. Du lässt dein Pokéball lieber stecken. Wer weiß, wem es gehört. Ja, das ist schon so eine Anspielung auf Team Rocket, ne? Schön. Oh. Hier drüben scheint nicht zu sein, Mann. Vielleicht ist es etwas weiter dort hinten. Hey, du da! Hast du uns etwa gerade belauscht? Wie viel hast du gehört, Mann? Na, wie kann das sein? Wir hatten Mauzi doch extra aufgetragen, Wache zu schieben. Da du uns so frech bespitzelt hast, weißt du bestimmt, dass wir hier unten auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Aber glaube bloß nicht, dass wir sie knirpsend wie dir überlassen werden. Ganz genau, wenn jemand diese staubigen alten Steine in Zaster verwandelt, dann wir. So, Mauzi kann auf jeden Fall nicht reden, ne? Hört sich jedenfalls nicht so an. Okay. So, ganz viele Zubats haben wir hier. Kleinsteine. Paras müsste hier am Start sein. Und Pipis. Pipis natürlich selten. Der sieht uns sogar von da. Ist ja ein Knaller. In der Höhle treiben sich echt komische Leute herum. Hörst du etwa auch zu denen? Nein, Mann. Nein, Mann, ich doch nicht. Kannst du sowas behaupten? Benjamin. Benjamin. Smetbo hat er am Start. Cool. Und ich habe jetzt natürlich mein Unkraut am Start. Das ist jetzt nicht so cool. Gerade jetzt. Ah, gerade jetzt. Ja, ich probiere mal was. Ich glaube aber, das ist nicht so effektiv. Oh, das ist aber effektiv. Na gut, es geht. Ein Volltreffer. Schön, dann machen wir weiter. Dann machen wir weiter. Wobei Konfusion trotzdem effektiv ist, kann uns auch verwirren. Aber in dem Falle ist unser Mirapla echt gut am Start, muss ich sagen. Oh, ein Windstoß. Es ist jetzt... Oh. Wow, wow, wow. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber unser Mirapla hat sich bewährt, im Team zu bleiben. Definitiv. Mankey erreicht Level 6. Vomi erreicht Level 8. Juhu. Bald haben wir auch so einen schönen Schmetterling. So, jetzt bin ich voll am Arsch. Also mein Mirapla jedenfalls. Ich habe keine Lust wieder rauszugehen, also heile ich mich mal mit einem Trank. Klar, wir können jetzt immer rausrennen und uns jedes Mal wieder heilen, weil es ist nicht so weit und so. Aber komm. Wir haben so viele von den Tränken. Ja, super. Keine Sorge, wir fangen die alle noch. Aber ich will die dann ein bisschen weiter später fangen. Weil wir begeben nur noch so viele Pokémon. Also. Da ist das noch okay. Da reicht das noch. So, wer kommt denn? Iris. Mitten im Knofensa, was ist denn hier los?
Warum haben die denn alle Pflanzen-Pokémon? Wahrscheinlich, weil sie in einer Gesteinshöhle sind und Pflanzen sehr fiktiv ist. Gut, dann werde ich mal probieren wieder mit Säure. Mal gucken, wie es Säure hier reinschlägt. Weil es ist ja auch ein Pflanze-Gift-Pokémon eigentlich, ne? Wachstum. Ja gut, da kannst du aber 10 mal Wachstum machen, ohne dass ich Schaden merke. Und down! Wah, wah. Die Geräusche immer. Wah, wah. Und Level 12. Ey, das geht hier richtig gut ab, ey, mein Mirapla. Bald ist es ein Duplo. Duplo. Giftpuder. Nice. Sandan erreicht Level 6. Und Iris ist traurig. Gut, Leute. Seid ihr aber nicht traurig, wenn ich jetzt sage, ich beende den Part und ich bedanke mich fürs Zusehen und schaltet beim nächsten Mal noch wieder mit ein. Ich würde mich freuen und bis denne. Tschüss.